herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Auch heute erneut ein Künstlergespräch im Rahmen von Mycelia über die Vernetzung als Künstlerin. Ich habe heute als Kuratorin die große Freude, mit der Künstlerin Karin Fröhlich zu sprechen. Mycelia ist ein internationales Ausstellungsprojekt mit Künstlerinnen, die in München ansässig sind und Künstlerinnen aus Lettland, bei denen es darum geht, über künstlerischen Erfolg als Künstlerin zu sprechen, denn auch 2020 ist Erfolg nach wie vor eine Frage von Geschlecht, von sozialem Hintergrund und von einer gewissen Vernetzung. Wir fragen uns also in dieser Ausstellung, wie Vernetzung und ein gesundes Netzwerk in einer neoliberalen Gesellschaft aussieht, in der häufig Solidarität nachgestellt ist dem Wettbewerb. Und was bedingt künstlerischen Erfolg? Was benötigt man als Künstler für ein gesundes Ökosystem, für ein gesundes Netzwerk? Und denken so gemeinschaftlich in der Ausstellung über Erfolg, Ökosystem, Vernetzung und Entgiftung nach. Und diese Themen werden uns auch gleich im Rahmen dieses Künstlergespräches begleiten. Von daher, ich darf dich ganz herzlich offiziell begrüßen, liebe Karin, und freue mich, mit dir gleich in Medias Res zu starten. Inwiefern, ich werde gleich meinen Screen einmal teilen, inwiefern bezieht sich denn deine Arbeit auf die Themen der Ausstellung, die ich gerade genannt habe? Möchtest du uns da einmal durchführen, was du für die Ausstellung geschaffen hast und in welchem Bezug es steht? Also die Arbeit, die man jetzt gerade sieht, ist praktisch die letzte Station auf der Reise, die ich mit meiner lettischen Partnerin angetreten habe. Wir haben in Bezug auf Mycelia natürlich dieses Mycel als Ausgang genommen. Etwas, das sich findet, trifft, vernetzt, zusammenwächst, einzelne Fruchtkörper bildet oder manchmal eine ganze Gruppe, und über diese Bilder von einzelnen Teilen und kleinen Grüppchen von Teilen haben wir uns dem Thema angenähert, das dann in ein sehr Science-Fiction-mäßiges Labor eingeflossen ist, wo Mycelia, so wie wir das sehen, untersucht wird. Die Arbeit war der Anfang, so der erste Austausch auf unserer Reise, die Punkte, die sich über eine Fläche verteilen und manchmal zu kleinen Grüppchen finden oder auch alleine bleiben. Und dieses Bild hat Gundega, die Bildhauerin ist, aufgegriffen und in die Dreidimensionalität geführt, was für mich sehr, sehr spannend war. Von Gundega Evelone stammt nämlich die Skulptur, die man hier in Licht gesetzt hat, und von der die dialogische Arbeiten. Ihr habt als Kollektiv in dem Sinn über die verletzten Wochen und Monate zusammen gearbeitet. Und es ist ja vielleicht auch ganz spannend, wenn du uns einmal durchführst, welche Dinge du denn in dieser Mini-Kollaboration gelernt hast, beziehungsweise welche Herausforderungen ihr auch gemeistert habt. Die erste Herausforderung war natürlich der erste Kontakt. Wie fängt man an? Wie kommt man ins Gespräch, gemeinsam eine Arbeit zu schaffen unter diesem Dach mit Celia, mit den Stichworten Netzwerk, Kollaboration, Ökologie, Entgiftung. Und ich habe einfach einen Brief geschrieben, einen sehr, sehr persönlichen Brief an Gundega, wo ich dann auch in fast in so Überlegungen von diesem Netzwerk, auch dass auch ein Leben ein Netzwerk ist und ein Netzwerk durch die Zeit, weil unsere Altersspanne auch sehr weit auseinander liegt und sie in einer Lebensphase ist, die ich schon lange hinter mir gelassen habe. Und da gab es sehr viele Verbindungen auch auf dieser Ebene, sodass Gundega in ihrer Arbeit dann auch immer über Feminismus geredet hat, was da so ein bisschen mit reinspielte. Und ich habe ihr dann einfach eine Arbeit, die ich zu dem Zeitpunkt im November gemacht hatte,
am Ende eingepackt und losgeschickt und gehofft, dass irgendetwas passiert. Und das war, also wir haben uns dreimal ganz konkrete Arbeiten geschickt, ohne der anderen vorher zu sagen, was sie dann findet in der Kiste oder in dem Umschlag. Das heißt, es war zum einen dieses Warten und die Sorge, kommt es an? Wann kommt es an? Und was passiert, wenn es ankommt? Hat es irgendeine Wirkung? Inspiriert es die andere Kollegin, die andere Künstlerin? Oder also beim ersten Mal habe ich sehr, sehr lange gewartet und habe dann in meiner Verzweiflung geschrieben, also du kannst es in ganz kleine Stücke zerschneiden und irgendwie alles wegwerfen oder alles neu zusammensetzen. Das Ganze kann bitte melden dich. Und dann kam aber eine sehr, sehr schöne Arbeit zurück, eben diese kleinen Skulpturen. Und dann war eigentlich der Anfang auch geschafft. Dann hat sich so weiterentwickelt, dass wir so mit unseren Gedanken in der Arbeit drin waren, dass dann die Ergebnisse, die kamen, plötzlich fast automatisch zusammengepasst haben. Also sie hat mir dann im zweiten Schritt so eine geheimnisvolle Geschichte geschickt. Und ich hatte parallel hier an kleinen Zeichnungen mit japanischer Tusche gearbeitet. Und als die Geschichte ankam, hat diese Zeichnung, die von dieser Geschichte vorher ja eigentlich nichts wusste, ganz wunderbar zusammengepasst. Und so ist es dann weiter gewachsen bis zu dieser wunderschönen Skulptur, diesem Inkubator, der dann diese Punkte, die in meiner Arbeit sehr wichtig sind, richtig zum Blühen bringt, zum Wachsen, zum Gedeihen. Das ist auch in ihrer Geschichte dann so drin, dass so ein geheimnisvolles Etwas aus einer anderen Zeit, das im Eis überdauert hat, gefunden wird und man versucht, es zum Leben zu erwecken und nur das Licht, die Klarheit, das Licht, was wir dann in unserem Labor, was es am Ende geworden ist, wieder haben, aufblüht. Und also ich freue mich immer noch unendlich über diesen tollen Inkubator. Das ist, so ist auch ganz spannend Kultur. Zu sehen, in die Kollaboration zwischen den Künstlerinnen ist ganz unterschiedlich verlaufen, also im Sinne von, wie die Kommunikation zustande gekommen ist. Ich habe ja am Anfang ich bin zwar die Kuratorin der Ausstellung, sehe mich aber tatsächlich eher als dieser Terminus des Englischen des Facilitators, also jemand, der quasi organisatorisch versucht, Dinge zusammenzuhalten, von der auch das Konzept der einzelnen Strategien da stammt. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich euch zufällig zusammengewürfelt habe. Mir war es ganz wichtig, dass die Ausstellung, die ja um Netzwerk und Non-Hierarchie letztendlich geht, dass es nicht eine Überkuration von meiner Seite wird, sondern dass ich versuche, an allen Seiten was Lebendiges zu behalten. Als Kurator hat man natürlich immer die Gefahr, dass man Dinge zu sehr möchte und in eine Richtung lenkt. Und deshalb war mir am Anfang wichtig, dass diese kleinen Mini-Kollaborative, die entstanden sind, zufällig aus dem Hut quasi gezogen sind. Und finde, und das hat mir jetzt in den anderen Gesprächen auch immer wieder gesagt, dass interessanterweise die zwei Künstlerinnen, die sich zusammengefunden haben, auch perfekt eigentlich zueinander passen. Und das ist ganz spannend, dass man aufeinander reagiert, weil dieser Moment des Zufälligen für ein Netzwerk ja auch eine essentielle Rolle ist. Also wenn man kontrollieren möchte, das Zufällige und das Lebendighalten ist Teil von dieser Ausstellung ja auch ganz wichtig. Also ich hatte auch den Gut, da wir haben gerade darüber gesprochen, dass ja eine zufällige ein zufälliges Zusammentreffen von zwei Künstlern war und ich bin wirklich begeistert. Ich habe noch nie vorher mit einer Bildhauerin in irgendeiner Form zusammengearbeitet, noch nicht mal bewusst in einer Ausstellung gemeinsam ausgestellt oder so. Und dann fand ich das sehr, sehr spannend, dass es möglich war, zwischen einer Malerin, die sich wirklich nur auf der Fläche bewegt, und jemand, der so in den Raum gehen kann und auch diese anderen Formen, also Gundega schreibt auch, sie ist eine interdisziplinäre Künstlerin, also es ist dann praktisch diese Literatur, die noch mit reingeflossen ist, die
mir sehr wichtig ist, jetzt nicht in meiner Arbeit, aber so als Inspirationsquelle. Und auch da hat sich so ein Faden gefunden. Es ist unglaublich, ja. Es ist wirklich unglaublich. Und die Briefe sind auch immer intensiver und von dem Vorsichtigen am Anfang sehr, haben einen viel klareren Ton bekommen, sodass man wirklich miteinander gesprochen hat und Briefe schreiben. Also ich bin eine begeisterte Briefschreiberin nach wie vor. Und, trotz E-Mail und so weiter, was ich natürlich auch alles nutze, aber ich schreibe auch mit Begeisterung Briefe von Hand. Und wir hatten auch für einen kurzen Augenblick überlegt, ob wir unsere Briefe mit in die Ausstellung reinnehmen sollten, aber wir sind dann an den Punkt angekommen, dass wir gesagt haben, das ist was für den nächsten Schritt. Wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen, möchtest du uns einmal teilhaben, was deine Gedanken zu künstlerischem Erfolg sind? Also für mich ist künstlerischer Erfolg zum einen, dass ich nach einer langen Zeit jetzt ganz klar erkennen kann, was ich mache und dass es Bestand hat innerhalb der Kunstwelt. Also dass meine Arbeiten ins Gespräch treten können mit Arbeiten von Künstlerinnen und auch Künstlern, die in der Kunstwelt sichtbar sind und präsent sind oder auch in der Kunstgeschichte. Ich kann diese Bezüge inzwischen sehen und erkennen und das stärkt mich sehr und das empfinde ich als einen großen Erfolg, dass ich da angekommen bin. Und dafür war wichtig natürlich dieses Durchhalten, dieses nicht in unterschiedlichen Lebenssituationen, diese kleine innere Flamme zu hüten und zu schützen und sie auch durch trockene Zeiten zu führen und sie blüht dann wieder auf. So. Und eine andere Facette ist natürlich auch, dass ich es in einem bescheidenen Rahmen geschafft habe, wirtschaftlich unabhängig zu sein mit meiner künstlerischen Arbeit. Und das sehe ich als einen Erfolg. Und seit ich das geschafft habe und auch diese beiden Seiten richtig wahrnehmen kann, bewusst wahrnehmen kann, merke ich, dass das Stückchen für Stückchen weitergeht. Es kommen positive Ergebnisse, es gelingt, ein Stipendium zu bekommen, es gelingt, eine Residency zu bekommen, es gelingt, in den Austausch zu kommen mit anderen Künstlerinnen, gemeinsam zu arbeiten. Also diese Sicherheit als Künstlerin und diese Selbstwahrnehmung, dass die gewachsen ist, sehe ich als einen großen Erfolg. Das ist ganz spannend, weil die Gespräche immer ganz unterschiedliche Bereiche von künstlerischem Erfolg abdecken. Und ich glaube, in der allgemeinen Diskussion über Erfolg wird Erfolg immer ganz stark mit Macht und Geld zusammengebracht. Und finanzielle Stabilität ist ganz wichtig und wir sind ja auch sehr transparent in der Ausstellung, dass ohne finanzielle Stabilität es einfach nicht funktioniert. Und ich finde es ganz spannend, du hast, bevor wir angefangen haben, das Gespräch aufzunehmen, auch darüber gesprochen, dass es für dich so ein Meilenstein war, dass du dich so peu à peu unabhängig machen konntest und tatsächlich auch von deiner Kunst leben kannst. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Weise, wie man Erfolg definieren kann, weil wir oft das Gefühl haben, Erfolg ist ein Ziel und wenn man einmal in diesem Erfolg ist, dann ist es ein Endpunkt und letztendlich ist Erfolg aber ein gesamter Prozess, der aus ganz vielen unterschiedlichen Schritten und Prozessen letztendlich besteht und einer davon ist einfach eine Stabilität zu erreichen, ob das wirklich gleich Macht, Ehre und Geld bedeutet oder erstmal Stabilität in irgendeiner Weise bedeutet. Aber das finde ich auch eine ganz wichtige Perspektive, die wir auch unbedingt mit der Ausstellung mit als Gedanken mit auf den Weg geben möchten, dass das mit Sicherheit eine der Facetten ist. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen und darüber sprechen, dass wir ein Netzwerk natürlich auch immer mit Solidarität denken, wie sieht für dich denn ein Netzwerk aus, beziehungsweise welche Strukturen verhelfen dir ganz persönlich im Bereich deines künstlerischen Erfolgs?
Über den Punkt im Fragenkatalog habe ich lange nachgedacht und ich finde den eigentlich am schwersten zu beantworten, welche Strukturen. Also ich brauche für mich erstmal einen Ort, an dem ich selber für mich sein kann, um zu arbeiten. Das ist ja, um dann da diese Künstlerin zu stärken, um dann rauszugehen und auf Augenhöhe mit anderen in Kontakt zu treten. Und von daher sind als positive Strukturen fand ich diese ganzen Künstler Vereinigungen, sei es jetzt den BBK oder auch die GEDOC, wo ich mit anderen ins Gespräch gekommen bin. Und je mehr ich selber so, wie ich es vorhin bei dem Erfolg beschrieben habe, gewachsen bin, umso besser wurde es, in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und Netze zu knüpfen, ohne dass so eine Hierarchie entsteht. Und das ist auch in unserem Netzwerk, das besteht ja zum einen aus diesen Zweiergruppen und dann aber auch aus 5 Zweiergruppen, die zusammenarbeiten müssen. Und es war sehr positiv für so ein Netzwerk, vielleicht kann man das auch als Struktur sehen, dass jede in diesem Netzwerk wusste, was sie kann außerhalb ihrer künstlerischen Arbeit, was sie positiv einbringen kann, ohne irgendwie so überdominant zu werden und so alles an sich zu reißen, sondern dass es sich auf einer wirklich nicht hierarchischen Ebene verknüpft hat. Und das sind Netzwerke und Strukturen, die mich auf jeden Fall ansprechen. Ansonsten funktioniere ich in so einem Netzwerk nicht, dann, wenn da so sehr dominante Menschen auftauchen, dann das ist eine persönliche Geschichte, dass ich dann eher zurückweichen würde und vergesse, was ich eigentlich Positives beitragen könnte. Und von daher ist so ein Gleichgewicht unter den Personen in so einem Netzwerk was ganz wichtig ist. Also ein sich zurücknehmen können und Respekt und Vorsicht, zuhören, warten, was kommt, Zeit lassen. Du nimmst quasi schon die nächste Frage vorweg, weil es schon alles eigentlich Eigenschaften sind, die man letztendlich für eine erfolgreiche Kooperation benötigt. Oder hast du noch weitere Eigenschaften, von denen du das Gefühl hast, die bräuchte man noch zusätzlich? Um in so eine Kooperation zu gehen, ist auf jeden Fall wichtig, dass man selber für sich einen Boden unter den Füßen hat und weiß, wo man steht und sich nicht innerhalb so einer seinem Austausch behaupten muss, sondern sich einbringen kann, ohne den Wunsch nach irgendeiner Form von Aufmerksamkeit. Und das sind dann eigentlich wieder diese Dinge, dass man vorsichtig ist mit den anderen, dass man sich genau anschaut, wer sitzt mir gegenüber, wie redet man miteinander, was kommt von der anderen Seite, und manchmal auch ein bisschen einen Moment Zeit vergehen lässt, bevor man reagiert oder vielleicht auch am Tag später erst den nächsten Schritt macht. Dieses langsamer werden ist, glaube ich, auch gerade für dieses Mycelia-Projekt sehr wichtig gewesen. Durch diese Entfernung konnten wir gar nicht so schnell agieren. Man musste warten, man musste Geduld haben, und dadurch ist es ganz langsam gewachsen und ist stabil geworden und hat gehalten, sodass wir jetzt auch in dieser Herausforderung es tatsächlich geschafft haben, das umzusetzen. Liebe Karin, ich darf dann dir an der Stelle ganz herzlich danken. Und für Sie, liebe Zuschauer, für den Kontext im Allgemeinen, falls Sie es noch nicht wussten, Mycelia als Ausstellung gibt es auch physisch. Bedingt durch Corona mussten wir aber das Ganze anpassen und haben deswegen uns entschieden, einen großen Teil auch digital zugänglich zu machen. Das machen wir in Form von diesen Künstlergesprächen. Die eine Hälfte wird auf Englisch stattfinden, die andere Hälfte auf Deutsch. Es wird auch eine geführte Ausstellungstour durch mich geben, sodass Sie möglichst von überall, sicher von zu Hause, an dieser Ausstellung teilnehmen können.
Wir möchten gerne mit Ihnen in Dialog treten. Dafür haben wir einen Hashtag organisiert. Das ist Hashtag Mycelia, Mycelia Muck. Mycelia wieder Ausstellungstitel und MUC für München. Wenn Sie den nutzen in den sozialen Medien, freuen wir uns und können darauf reagieren. Und ansonsten freuen wir uns, mit Ihnen in Kontakt zu treten zu den Bereichen künstlerischer Erfolg, wie man auch Erfolg gerade in Zeiten einer Pandemie neu definieren muss, welche Eigennetzwerke, Solidarität wir in der heutigen Zeit benötigen. Liebe Karin, nochmal herzlichen Dank und auch an Sie, verehrte Zuschauer, herzlichen Dank. Bis auf bald.